Die Entwicklung des Figurentheaters wurde geprägt durch eine Reihe von Künstlerpersönlichkeiten, die für eine große Anzahl Berufsbühnen die für sie typischen Charakterfiguren geschaffen und damit die Figurentheaterszene geprägt haben. Hier sollen einige dieser Persönlichkeiten, deren Werke Schwerpunkte der Sammlung bilden, gezeigt werden. Eine dieser herausragenden Persönlichkeiten war Karl Schröder. Karl Schröder war eine Künstlerpersönlichkeit von internationalem Rang. Er wurde bekannt als Puppenspieler, Figurenbauer und Regisseur zahlreicher Inszenierungen an verschiedenen staatlichen Puppentheatern der früheren DDR und seinen Handpuppenfilmen bei der DEFA. Karl Schröder hat die Entwicklung des Figurentheaters in der früheren DDR maßgeblich beeinflusst. Er hat das Geheimnis der Überschneidung vom alten, derbfröhlichen Puppenspiel und von modernen Darstellungsformen besessen. Seine Stoffe schöpfte er aus der Weltliteratur und aus dem Märchenschatz der Völker. Seine Interpretation mit den Mitteln des Puppenspiels waren zutiefst humanistisch. In seinen Gastspielreisen, unter anderem nach Polen, der CSSR, der UdSSR und Ungarn, hat er viel zur Völkerverständigung beigetragen. So gehörte er auch zu den wenigen Puppenspielern der früheren DDR, die den Kontakt mit der Puppenspielszene der Bundesrepublik nie abreißen ließen. Karl Schröder hat viel für die Sammlung getan. Seine Figuren, Bühnenbildentwürfe und Demonstrationsköpfe gehören neben den Inszenierungen Faust, Das tapfere Schneiderlein sowie eine Anzahl Einzelfiguren, das Foto- und Archivmaterial zu den wertvollsten Beständen der Sammlung. Wenn auch nur ein Teil der Sammlung in diesem Video gezeigt werden konnte, hoffe ich doch, dass die kulturgeschichtliche Bedeutung erkannt wird, mit der auch ein Stück unserer Identität verbunden ist.